In diesem Video geht es darum, dass ich euch die kleine Knopflochschere von der Firma W6 vorstellen möchte. Aber da ist jetzt das Erste, dass es gar nicht unbedingt die Firma W6 sein muss. Hier steht das Label drauf und die Firma hat sozusagen diese Schere produzieren lassen unter ihrem Label. W6 sitzt ja in Deutschland und ich denke mir, hier läuft einfach ein Qualitätsmanagement drüber und W6 sagt, ja, diese Schere entspricht unseren Ansprüchen, deswegen bestellen wir einfach ein paar, bitte druckt W6 drauf, denn ansonsten, wenn wir die Schere anschauen, da ist hier nichts irgendwie, dass hier mit Lasergravur W6 oder ähnliches draufsteht. Das ist eine kleine Schere, die ist original oder optimal für, ja, für jegliche Stickarbeiten oder Knopflocharbeiten. Ihr seht, wie fein die vorne ist, also da kann ich wirklich kleinste Dinge mit, ja, abschneiden und ähnliches. Ihr seht, die Schere ist auch aufschneidbar, also da kann man auch nachschärfen. Das ist ja, Stainless, also rostfreier Stahl in der Art und Weise. Und hier vorne gibt es auch noch einen zweiten Schliff, den seht ihr, dass es nochmal spitzer zuläuft, die ganze Schere, und man wirklich sehr fein damit arbeiten kann. Der Griff, das ist folgendes Material, das ist ein Kunststoff, der ist ausreichend, ja, groß, dass ich jetzt hier mit meinen Männerhänden reinkomme. Alles in allem muss ich sagen, die Schere, die schließt wertig. Also es hat weder zu wenig noch zu viel Spiel. Ja, sollte man da Probleme haben, seht ihr ja auch hier die Schraube, da könnt ihr das nachstellen. Insgesamt bin ich mit diesem Produkt zufrieden. Wenn wir das jetzt hier mal ausprobieren, was zu schneiden, dann muss ich sagen, ja, dann hat jemand seine Arbeit verstanden und wirklich sehr, sehr fein schneidet die Schere bis zur Spitze hin wirklich, und das ist ja wichtig bei diesen Scheren, dass nicht bloß im hinteren Teil super Schnitt ist, sondern auch wirklich vorne ab den ersten Millimeter der Schere, und das ist hier wirklich gegeben bei den guten Stück. Ich mache noch einen Link zu dieser Schere unter das Video und ich wünsche euch viel Spaß bei jeglichen Hobbyprojekten und Nähprojekten. Macht's gut!